Ich würde sagen, dass der Arbeitsmarkt für Wirtschaftschemiker und Wirtschaftschemikerinnen auf jeden Fall vorhanden ist. Ich denke, die Nachfrage, die steigt da auch immer, denn einfach diese Zusammenhänge zwischen einer Naturwissenschaft und BWL wird immer, immer wieder gesucht. Und gerade der Studiengang Wirtschaftschemie bietet da eben die perfekte Option. Hey, ich bin Tobias. Ich bin Rebecca. Und ich studiere Wirtschaftschemie im 5. Semester Bachelor an der Hochschule Fresenius. Ich studiere auch Wirtschaftschemie an der Hochschule Fresenius und bin jetzt im Moment im Master im 1. Semester. Ich fand in der Schule schon im Politik- und Wirtschaftsleistungskurs und Chemieleistungskurs eben die zwei Fächer cool und habe dann auf der Messe diesen Studiengang gesehen, der eben genau das beides verbindet, eben das chemische Arbeiten im Labor, auf der anderen Seite diesen wirtschaftlichen Aspekt. Bei mir ist der Standort auch wichtig gewesen. Hier ist es eben alles sehr familiär und das war mir wichtig. Deshalb habe ich mich eigentlich für die Hochschule Fresenius entschieden. Man hat die ersten 4 Semester reine Chemie, also wirklich nur Chemie. Das sind einen Haufen Praktika, wo man eben im Labor steht, Lösungen umfüllen, an Geräten arbeiten. Da haben wir eben auch sehr neue Geräte, mit denen wir eben Analytik betreiben können. Das sind eben die ersten 4 Semester, die sich eben nur rein auf Chemie beschäftigen. Im 5. Semester und im 6., wenn es dann eben auf die Bachelorarbeit zugeht, dann kommt eben der BWL-Teil, wo man das große Überthema Business Case Study hat, wo man das ganze Semester über mit einem richtigen Unternehmen zusammen eine echte Fragestellung bearbeiten kann. Gerade die Business Case Study ist auch sehr cool, weil im 5. Semester die Module, die man da hat, die bauen sich eigentlich alle rund um die Business Case Study auf. Das heißt, das kann man dort alles praktisch anwenden, weil es eben sehr, sehr praxisnah ist und es ist ein wirklicher, realer Fall, wo man eben auch mit Startups arbeitet. Abgeschlossen wird die Business Case Study dann mit einer Präsentation und einem Bericht. Der einen dann auch schon auf die Bachelorarbeit vorbereitet, also ist genauso gleich aufgebaut wie eine Bachelorarbeit. Der Umfang ist ein bisschen geringer, aber es ist trotzdem schon mal so eine Übung, dass man dann im 6. Semester nicht einfach eben ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern sowas schon mal geschrieben hat. Im Master ist es im Moment bei mir so, dass ich den ja berufsbegleitend mache. Das heißt, ich bin im Moment schon berufstätig und ich arbeite in der Unternehmensberatung speziell für Chemieunternehmen. Und das ist nicht so, dass ich da im Labor stehe. Das habe ich da jetzt nicht mehr. Man braucht trotzdem für die Arbeit den Hintergrund der Chemie. Und das habe ich in den ersten 4 Semestern im Bachelor gelernt. Ich finde, durch diese Kombination aus Chemie und BWL stehen dann weitaus mehr Türen offen, in unterschiedliche Sachen zu kommen. Also auf der einen Seite natürlich sowas wie Unternehmensberatung, aber eben auch Laborleitung. Oder einfach, wenn man dann wirklich dann doch Lust hat, nur im Labor zu stehen oder eben im Labor noch zu forschen, hat man trotzdem immer noch mal so den wirtschaftlichen Gedanken im Hintergrund. Und es hält einem später aber auch diese Möglichkeit immer noch offen. Also wenn man jetzt für ein paar Jahre dann eben im Labor war und dann doch gemerkt hat, dass es nichts ist, kann man trotzdem noch die Branche wechseln, weil man es eben im Bachelor beides eben gelernt hat. Die Kommunikation mit den Dozenten funktioniert an der Hochschule Fresenius wirklich sehr gut. Wenn man eine Frage hat, dann schickt man eine E-Mail und in den meisten Fällen ist es auch wirklich so, dass man dann am nächsten Tag oder an demselben Tag noch eine Antwort bekommt und die Betreuung ist wirklich sehr gut. Ich hatte mal eine Frage fürs Praktikum, für mein Protokoll, die wir eben schreiben müssen, hatte dem Dozenten spätabends noch geschrieben und er hat mir auch noch spätabends geantwortet, also direkt, was ich dann sehr erstaunlich fand, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass es noch beantwortet und das Protokoll konnte dann abends auch noch fertig geschrieben werden. Die Kommunikationsplattform ILIAS von der Hochschule Fresenius, die ist auch dafür da, dass man direkten Kontakt mit Dozenten aufnehmen kann. Da gibt es dann eben so bestimmte Gruppenchats, in die man schreiben kann, die auch der Dozent lesen kann und dann eben Fragen beantworten kann. Wir hoffen euch mit unseren Erfahrungen ein wenig die Studienwahl zu vereinfachen, Wirtschaftschemie zu studieren, ja oder nein. Falls ihr noch offene Fragen habt, kommentiert gerne unter das Video oder checkt die Website von der Hochschule Fresenius aus.